was wir im November präsentiert haben, beziehungsweise als große Arbeit quasi fertiggestellt haben, war der neue BARC-Score Business Intelligence Enterprise BI Platform 2016. Ich würde kurz gerne auf den gesamten Markt eingehen, welche neuen Anforderungen wir auf dem BI-Markt sehen, was fragen uns Kunden, was fordern Kunden momentan von den Softwarelösungen. Und diese Anforderung, klar, die muss ich berücksichtigen in meinen Projekten, die berücksichtigen auch die Hersteller der Software natürlich auch und entwickeln die entsprechend weiter. Das heißt, ich würde gern dann als nächstes eine Modern Enterprise BI-Plattform nennen wir das Ganze oder eine moderne Enterprise BI-Plattform. Die Anforderungen an diese oder was verstehen wir darunter kurz darauf eingehen, dass allgemein das Verständnis oder die Basis dafür geschaffen ist, was wir im Score dann abgebildet oder bewertet haben. Ganz kurz dann auf die Score-Methodik eingehen, nur damit Sie den Hintergrund bekommen, was ist denn ein Score von uns, was wird da bewertet und wie. Und dann schon eigentlich ins Eingemachte mit Ihnen gehen. Und das wird auch der Hauptteil. Das heißt, den Score kurz vorstellen, die neue Grafik, welche Anbieter wir abgeschnitten haben und zum Schluss dann eben auch kurz die Anbieter durchdiskutieren. Klar, nicht jedem im tiefsten Detail, aber schon mit dem Anspruch, dass Sie einen Einblick bekommen, wer hat sich wie im Markt entwickelt, in welche Richtung entwickeln sich auch die Anbieter, wo sind sie eben positioniert aus unserer Sicht. Das ist der globale Markt wohlgemerkt, aber das werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen und zum Schluss auch als Schmankerl, wir sehen das die Kunden, weil sie sehen jetzt stark die Analystensicht, zum Teil auch mit der Kundensicht, werde ich auch gleich erklären, was ich darunter verstehe oder was ich damit meine. Aber ich würde gerne auch nochmal die Kundensicht spiegeln, weil das ist ja im Kern interessant. Wer nutzt das Stand heute, die Produkte für innovative Themen, also die Kunden, welche Anbieter trauen sich schon ein bisschen mehr mit dem BI-Produkt vielleicht auch zu tun an der einen oder anderen Stelle. Das ist so von der Agenda und von unserer Roadmap sozusagen für das heutige Webinar. Und zum Schluss eben kurze Empfehlung für das Projekt, wie man das angehen könnte oder was zu beachten ist und natürlich unser Q&A, dass Sie eben Fragen stellen können und ich sie nach bestem Wissen und Gewissen dann beantworten werde. Ja, was sehen wir als für neue Anforderungen auf dem BI-Markt? Sie sehen einige Grafiken aus unserem Research. Wir haben Marktforschungsabteilung bei uns, die eben Daten erheben und das ist eben eine Umfrage der BI Trend Monitor, der kürzlich erschienen ist mit fast 3000 oder über 2700 Teilnehmern. Die haben wir befragt, was die wichtigsten Trends im BI und Data Management Umfeld sind. Und interessant oder nicht weiter verwunderlich aus Analystensicht, weil das Gleiche hören wir auch in Projekten. Die Treiberthemen momentan sind Self-Service BI, Flexibilität für Fachanwender insgesamt mehr zu machen, aber auch ins Analytische zu gehen. Das heißt, ich habe irgendwo meine Datenquellen vielleicht, die interessant sind, irgendwelche Marktdaten vielleicht aus dem Internet. Es gibt auch große Initiativen Richtung Open Data ja auch und sehr viele Lieferanten dort, die eben die Daten in unterschiedlichsten Formaten zur Verfügung stellen. Und die dann für eine kurze Ad-Hoc-Analyse einzubinden, ist nicht in jedem Werkzeug natürlich trivial und in jeder Plattform gleich gut oder gleich schlecht eben abgebildet. Die Anforderungen sind aber da, die Not macht erfinderisch. Die Fachanwender kommen trotzdem an irgendwelche Lösungen, um die Daten auswerten zu können, weil das ist natürlich ja, das Öl der Zukunft. Daten ist ein wichtiger oder Dreh- und Angelpunkt insgesamt für Analytics und Business Intelligence. Von daher, die auswerten zu können, in eine Form, auswertbare Form eben bringen zu können und dann auszuwerten, sind so die momentanen oder zwei der momentan starken Treiber auf diesem Umfeld. In der Grafik sehen Sie ein bisschen weiter unten auch Data Integration für Business Users zum Beispiel als Thema, was viele so gleich mit Data Discovery und Self-Service BI setzen. Hier vielleicht als kurze Erklärung, Self-Service BI ist nicht nur die pure Datenintegration für Business-Fachanwender und Erstellung von quasi analytischen Datenmodellen und die Analyse darauf. Self-Service BI kann auch sein, ein
Ad-Hoc-Reporting, was mir eben irgendeiner so eine kleine semantische Schicht oder einen kleinen Würfel, einen Cube vorbereitet in der IT-Abteilung und der Fachanwender, hat aber die Flexibilität, dann in diesem kleinen Datenraum, kleinen Datenmodell eben ad hoc seine Berichte bauen zu können. Auch das ist schon Flexibilität für Fachanwender und auch Schnelligkeit, irgendwo Berichte zu erstellen. Das heißt, Self-Service BI umfasst nicht nur eben Datenintegration für Business-User, sondern auch eher, wenn man so will, klassische BI-Themen. Von daher ist es da wichtig oder gleich eine Empfehlung vorab, weil wir gleich bei der Folie sind, da ruhig in der Tiefe nachfragen, bei den Anforderungen nochmal zweimal hinzuschauen, was sind denn für Self-Service-Anforderungen tatsächlich vorhanden und wie könnte ich sie mit bestehenden Werkzeugen oder wenn bestehende Werkzeuge das nicht abdecken können, mit Zusatzwerkzeugen eben idealerweise abdecken. Gut, diese Anforderungen natürlich, die verändern oder die bewegen gerade sehr stark den Markt. Das heißt, die explorative BI oder Data Discovery ist im Kern ein Punkt, ein Ort der Innovation. Das heißt, ich muss da agil, relativ schnell neue, also agil agieren können. Das heißt, meine Daten, die ich habe, auch schnell, möglichst schnell zu Datenmodellen verarbeiten und analysieren zu können, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Arbeit erfolgt im Kern über Trial-and-Error-Prinzip, das heißt, im Vordergrund steht jetzt nicht das regelmäßige Informationsbedürfnis, wie es eher bei der klassischen BI, wie man es gerade gleich sieht, der Fall ist, sondern dass ich eben neue Erkenntnisse gewinnen möchte. Ich möchte die Daten anschauen, ich möchte sie analysieren, ich möchte sie verstehen, was steckt in den Daten und eben etwas Neues zu berechnen, etwas Neues dort herauszufinden. Das Ganze im Self-Service, klar, im schnellen Prinzip. Und auf der anderen Seite habe ich aber weiterhin, und die Berechtigung ist weiterhin da, die klassische BI, BI-Fabrik nennen wir das auch häufiger, auch die operationale BI, das heißt, es ist eher auf Stabilität, auf Governance optimiert. Das ist mein Standard-Informationsbedürfnis, regelmäßiges Informationsbedürfnis auf gesicherten Daten mit einem gewissen Service-Level versehen, häufig auch das Standardberichtswesen von so einem Unternehmen, was weiterhin die Berechtigung hat. Das Spannende ist jetzt natürlich, was wir auch in den Projekten diskutieren, was wir in den Projekten auch sehen, wie verknüpfe ich diese Welten? Macht es Sinn, diese Welten zu verknüpfen? Hängt so ein bisschen auch von den Anforderungen ab, auch von der Organisation, aber wie kriege ich es hin, dass ich diese neuen Erkenntnisse, die ich in diesem System of Innovation oder bei meiner Exploration, bei meiner Data Discovery gewonnen habe, wie überführe ich sie ins mein Data Warehouse vielleicht, wenn ich eins dastehen habe und macht es Sinn oder wo macht es Sinn, diese zu überführen und die Welten miteinander zu verzahnen. Das heißt, relativ spannende Diskussionen in diesem Umfeld und dementsprechend müssen sich auch oder passen sich die Hersteller an. Das heißt, die Kunden sehen diese Anforderungen und fordern das Gleiche von den Herstellern und die Hersteller passen sich logischerweise auch in die Richtung an. Das gab für uns aus Analystensicht, weil wir immer mehr Anfragen in diesem Umfeld sehen, wir sehen auch Analyse als einen wichtigen zentralen Punkt momentan in jeder Diskussion, eben den Score, falls Sie den aus 2015 kennen. Wir haben schon Analyse quasi in dem ersten Score als zentralen Dreh- und Angelpunkt gesetzt, haben jetzt aber nochmal das Modern Enterprise BI-Plattform Verständnis geschärft und nochmal um zusätzliche Kriterien erweitert. Das ist jetzt nur ein Auszug, man sieht gleich nochmal eine kleinere oder größere Kriterienliste, die tatsächlich zugrunde lag bei unserem Score, aber grundsätzlich eine Enterprise BI-Plattform muss aus unserer Sicht das, was die Kunden eben fordern, schon eine Reihe an Anforderungen abdecken können. Wenn man das als Enterprise, also unternehmensweit ausrollt, die Plattform oder ausrollen möchte, muss sie natürlich unterschiedlichen Anwendungsszenarien oder Anforderungen genügen. Das heißt, einer möchte vielleicht Dashboards bekommen, einer möchte Standardberichte bekommen. Es gibt Fachanwender, die eher Daten analysieren, die vielleicht auch gerne mit den Daten spielen möchten. Es gibt auch mehr und mehr Anforderungen Richtung Predictive Analytics, dass sie auch statistische Möglichkeiten nutzen möchten und eben Forecasting machen können wollen. Das heißt, diese Anforderungen
muss eine Enterprise BI-Plattform, wenn ich sie als Unternehmensplattform eben einsetze, muss sie diesen genügen. Ich habe auch weiterhin unterschiedliche Nutzertypen im Unternehmen. Das hat sich ja seit Jahren nicht verändert. Ich habe relativ viele Standardberichtsempfänger und vielleicht dynamische User, die dynamisches Berichtswesen nutzen. Ich habe vielleicht 10 bis 20% Power-User, Analysten, die die Daten analysieren. Und ich habe in vielen Unternehmen mehr und mehr ist aber immer noch einstelliger, kleinerer Prozentsatz an Data Scientists, die ins Unternehmen wandern und die dort neue Möglichkeiten für Analyse, vor allem statistische Analyse, mir eröffnen. Und das haben wir abgeprüft, in welche Richtung die Plattformen sich entwickeln, was können sie Stand heute von diesen Szenarien, die wir eben sehen, von den Anforderungen im Unternehmen, was können sie abdecken und wie können sie natürlich abdecken. Das heißt auch, inwieweit funktionsreich sind diese Anbieter oder Software von den Anbietern. Gut, Zugriff auf Unternehmensdatenquellen. Daten sind ja immer mehr dann, oder es gibt immer mehr Datenquellen, die ich anbinden möchte, die ich integrieren möchte, die ich für Analyse nutzen möchte. Und die Anbieter müssten da auch mit dem Markt zusammengehen. Das heißt, wenn ich immer mehr Daten aus dem Social-Media-Bereich vielleicht habe oder aus dem Web-Bereich, die müsste der Anbieter oder zumindest eine Antwort liefern, wie er diese eben, wie er sich dazu konnektieren kann. Informationsverteilung an unterschiedlichste Nutzer, klar, ich muss eine geeignete Systemarchitektur mitbringen. Wie wird Metadaten und Semantik, wie wird damit umgegangen? Könnte ich etwas wiederverwenden, auch in so einer Suite? Das heißt, ein Analyst als Beispiel würde eine Analyse erstellen, könnte ich diese in Standardberichtswesen übernehmen? Gibt es die Möglichkeit, die Daten zu übernehmen? Gibt es die Möglichkeit, vielleicht auch ganze Visualisierungen zu übernehmen? Und wie funktioniert das Ganze? Und wie gut unterstützt die Software das? Governance und Security ist ein wichtiges Thema, vor allem im explorativen Bereich, weil das natürlich eine Spielwiese ist, die relativ schnell dann auch wachsen kann. Das heißt, gibt es die Möglichkeit, dass ich dem Fachanwender schon noch die Freiheit gebe, frei analysieren zu können, die Daten eben anschauen zu können, aber das auf der anderen Seite nicht in der klassischen Excel-Chaos-Landschaft endet, nur mit schöneren vielleicht Visualisierungen. Das heißt, gibt es da die Möglichkeiten, irgendwelche Governance-Regeln umzusetzen oder unterstützt mich die Software an dieser Ecke? Und das Portfolio-Integration, da würde ich gerne, wenn ich gleich den Score erkläre, gerne darauf eingehen, was wir darunter verstehen, weil auf dem Score eben das Portfolio betrachtet ist. So viel zu modernen Plattformen, was sie unterstützen muss, natürlich hohe und große Anforderungen, die wir uns eben als Aufgabe genommen haben, dieses Jahr oder letztes Jahr war es ja inzwischen, um diesen Score dann zu produzieren. Ganz kurz zur Methodik, wirklich nur ein paar Stichpunkte, dass Sie das einordnen können. Es ist grundsätzlich ein generisches Ranking. Das heißt, man kann nicht nur BI-Software damit ranken oder evaluieren. Man könnte auch andere Software oder Hardware damit evaluieren. Das heißt, es ist ein sehr generisches Konzept insgesamt. Die Bewertungen basieren klar auf Analystenmeinungen, Einschätzungen, Briefings mit den Anbietern. Stehen wir im engen Kontakt mit den Anbietern, wir schauen uns die Lösungen an, testen sie. Wir nutzen aber auch sehr gerne Umfragen von uns. Das heißt, die Kundenmeinung zählt bei uns sehr stark und diese nutzen wir auch im Survey, wie ich es gleich auch vorstellen werde. Im Score, sorry, nicht im Survey. Ja, zum Score. So sieht die Grafik aus von jedem von unseren Scores. Das heißt, was für uns relativ wichtig war, als wir das Konzept insgesamt erarbeitet haben, dass wir die typische Entwicklung eines Anbieters auf dem Markt relativ gut widerspiegeln können. Das heißt, von den Entrants, also Einsteigern, Markteinsteigern, wird keiner sofort ein Dominator sein. Das heißt, er kann schon relativ innovativer Anbieter sein. Er hat aber vielleicht relativ wenig Präsenz noch, Marktpräsenz. Das heißt, er wird nicht sofort als Dominator dann auftreten. Deshalb war es für uns wichtig, eben die Art der Grafik zu wählen, damit wir möglichst nahe an dieser typischen Anbieterentwicklung rankommen. Das heißt, wenn man jetzt auf die rechte Seite guckt, der Anbieter versucht relativ breit von den Portfoliofähigkeiten, Capabilities zu werden. Das heißt, relativ breites Portfolio und integriertes Portfolio anzubieten. Wenn man jetzt auf die Y-Achse schaut, versuchen die Anbieter, die dort relativ hoch
auf der Grafik als Dot erscheinen, versuchen oder haben eine starke Marktpräsenz, haben vielleicht viele Partner und versuchen dann dort den Markt eben zu erobern. Ja, die Begrifflichkeiten sind teilweise selbstsprechend. Wie gesagt, am Markteintritt sind Startups oder mit relativ wenig Reichweite und Marktpräsenz. Es gibt viele Spezialisten auf dem Markt, die eben entweder auf eine spezielle Branche fokussieren oder auf einen speziellen Anwendungsfall im Unternehmen fokussieren oder eben geografisches Marktsegment. Es gibt auch die Challenger, das heißt, die entweder vielleicht über Akquise das Portfolio aufgebaut haben, wo es bei der Integration der Produkte Verbesserungsmöglichkeiten gibt, oder es sind einfach innovative Produkte, die sofort in der Marktpräsenz gewonnen haben, jedoch in der Breite jetzt, wenn man gesamte Enterprise BI-Plattformmarkt anschaut, noch nicht so breit sind wie jetzt gewachsene Produkte, die seit Jahren auf dem Markt vertreten sind. Ja, starke Marktpräsenz, auch teilweise Technologieinnovation und wichtige strategische Akquisitionen tätigen die Market Leader, sind meistens seit Jahren auf dem Markt vertreten, kennen den Markt sehr gut und haben auch so für die typischen Anforderungen im BI-Bereich etwas zu bieten. Die Dominators sind wirklich Anbieter, die sowohl technologisch relativ breit aufgestellt als auch markttechnisch, das heißt Partnerschaften, Ökosysteme sehr gut ausgebaut. Ich kriege dafür Berater für diese Software und sie sind einfach auch von der Produktstrategie sehr, sehr gut aufgestellt. Das sind aus unserer Sicht die Dominators. Ja, so viel soll es auch zum Score-Konzept gewesen sein. Ich würde jetzt gerne eben auf den Markt eingehen und was da passiert, was wir eben sehen. Grundsätzlich zum Score, was wir gleich sehen werden, wir haben diese Bewertungskriterien, die ich vorgestellt habe, erklärt habe, was für uns eine Modern Enterprise BI-Plattform ist, dem ganzen Score als Konzept zugrunde gelegt. Wir haben das Ganze mit allen Analysten bewertet. Es gibt einen Kriterienkatalog, der viel tiefer geht als die Kriterien, die Sie hier sehen. Und wir haben auch Kundenfeedback eingearbeitet. Das heißt, die Kundenmeinung zählt für uns nach wie vor, wie auch im letzten Score, sehr stark. Wenn ein Kunde mit der Software nicht zufrieden ist, wird das Ganze sich im Score auch entsprechend widerspiegeln bei uns. Wir haben die Anbieter berücksichtigt, die relativ breites Portfolio, wie gesagt, anbieten, weil wir ja von Enterprise BI-Plattformen sprechen. Das heißt, ich muss im Umfeld des Berichtswesens bis Dashboarding, Analyse, Planung, Data Mining, auch Self-Service und BI und Data Discovery als Kategorien unterstützen und davon eben vier von sechs Kategorien glaubhaft mit Produkten oder Funktionalitäten in der Software eben unterstützen. Weil hier Planung steht, Planung werten wir mit relativ geringer Gewichtung, das sehen wir gleich, aber das gehört für uns zu BI dazu. Deshalb ist es für uns auch eins der Anwendungsszenarien eben in dem Gesamtumfeld. Die Software sollte keinen kompletten Fokus auf einzelne Branchen oder Themen haben, also nur für diese Branche oder für das Thema gebaut sein, also soll schon noch generisch anwendbar sein, auch wenn vielleicht gewisse Anbieter schon gewisse Branchentendenzen aufweisen. Ein Umsatz von 15 Millionen Euro erwirtschaften, auch Softwarelizenzen und Wartung, also nicht Gesamtumsatz, und zwar weltweit, und signifikantes Geschäft in mindestens zwei Weltregionen vorweisen können. Das heißt, dort ein Umsatz von ungefähr 3 Millionen Euro auch erwirtschaften. Das heißt, der Score vielleicht zur Einordnung, das ist mir wichtig, dass das Verständnis einfach da ist, es ist der weltweite, der globale Score, den wir gleich sehen. Was haben wir bewertet auf der X-Achse? Die Kriterien, die habe ich gerade kurz angesprochen. Die Gesamtgewichtung sehen Sie hier klar, der Funktionalität auch wie im Projekt, der Fachlichkeit, Funktionalität, was möchte ich, was kann ich mit der Lösung machen, die bekommt auch die höchste Gewichtung bei uns. Die Unterkriterien untereinander, wie ich es auch schon kurz angesprochen habe, wurden auch nochmal mit einer Gewichtung versehen. Die Sortierung entspricht Funktionalität, im Bereich der Funktionalität auch der Gewichtung. Das heißt Reporting, Dashboarding und Self
Service BI sind bei uns gleich hochgewichtet, weil das für uns wichtige Faktoren sind. Analyse ist auch hochgewichtet und Data Mining und Planung eher geringer gewichtet. Infrastruktur ist insgesamt mit 35% eingeflossen, sind nur einzelne Punkte rausgepickt aus dem Kriterienkatalog, der viel tiefer geht. Und Portfoliobewertung, da schulde ich Ihnen noch die kurze Antwort. Wie ist das Portfolio? Auf der Grafik insgesamt bei dem BI-Score sehen wir das Portfolio eingeordnet. Das heißt, wenn ein Anbieter mehrere Produkte für unterschiedlichste Szenarien anbietet, haben wir diese mehrere Produkte eben betrachtet und miteinander in Beziehung gesetzt. Wie können Sie miteinander eben Daten austauschen, vielleicht Grafiken austauschen, vielleicht Metadaten austauschen? Wie funktioniert diese Integration? Wie gut ist sie? Und der Punkt ist, wie Sie sehen, schon relativ hoch gewichtet. Das heißt, das sieht man auch auf der Grafik, dass Produkte, die oder Portfolio von den Herstellern, die Portfolios, die wenig integriert sind oder nicht so gut integriert sind, dass sie einfach entsprechend auf der Grafik nicht so weit rechts erscheinen. Portfolio-Reife ist ein sehr wichtiger Punkt und Lebenszyklus der Lösung. Gibt es Lösungen, die eher nicht viel Innovation erfahren? Gibt es Lösungen, die vielleicht neu sind, weil sie neu innovativ reingekommen sind, aber eben noch junge Lösungen sind, die einfach reifen müssen? Wenn man jetzt mit dem Markt oder auf dem Markt befindenden Lösungen vergleicht, eben vielleicht nicht so reif sind. Das haben wir auch eben hier rausgearbeitet. X-Achse, X-Tag Market Execution im Kern, wie präsent ist der Anbieter auf dem Markt, ist die Kundenzufriedenheit, also am höchsten haben wir die Produktstrategie und Kundenzufriedenheit gewertet. Das heißt, gibt es einen klaren Fokus, wo der Anbieter mit seinem Produkt hin möchte und kann er uns das glaubhaft erklären, welche Zielgruppen hat er, was möchte er mit dem Produkt erreichen, wo geht es hin mit dem gesamten Portfolio auch von ihm. Und dann Punkte wie Verkaufsstrategie, finanzielle Stärke, typische eben Marktpräsenzkriterien, die wir hier auch nochmal angewendet haben. So, jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und will direkt auf den Markt eben drauf eingehen. So sieht der Score für, wie gesagt, der globale Score für Enterprise BI Plattforms aus, den wir eben im November fertiggestellt haben und der heute auch nach dem Webinar im Download zur Verfügung steht. Und ich würde, wie gesagt, kurz Segment für Segment mit Ihnen das Ganze durchgehen und Ihnen erklären, wie die Anbieter hier aufgestellt sind oder wie die Bewegung auch auf dem Markt aussieht, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen spannend. Zur kurzen Einsortierung würde ich noch als Hinweis geben, weil ich gleich die Grafik zeige im Vergleich zu 2015. Es hat sich ein bisschen was an der Bewertungsmethodik zu 2015 geändert, und zwar hatten wir 2015 auf der Achse Portfolio Capabilities auch die Produktzufriedenheit abgetragen. Die ist jetzt auf der Market Execution Seite, das heißt ein Anbieter, der eben auf der Portfolio Capabilities Seite jetzt letztes Jahr vielleicht weiter links stand, könnte jetzt weiter rechts stehen, weil eben die Kundenzufriedenheit ihn nicht mehr dämpft. Dafür wird er aber von oben, wenn man so will, nach unten etwas gedämpft, weil eben dieses Kriterium die Achsen getauscht hat. Das nur als Hintergrundinformation, wenn Sie die Vergleichsgrafik versuchen zu deuten und sie anschauen. Das ist die Vergleichsgrafik, was ist passiert? Market Leader, wenn man die Market Leader sich anschaut, sieht man im Kern ähnliches Bild wie zuvor, ja. Die Anbieter, die starken Anbieter wie ein SAP, IBM, Click, Oracle, klar, Information Builders, MicroStrategy sind weiterhin die Market Leader auch aus unserer Sicht. Wir sehen da minimale Bewegungen, klar in der strategischen Hinsicht, auch in der Produkthinsicht, was sich da tut und weiterentwickelt. Aber grundsätzlich sind es nach wie vor Market Leader. Ich kriege dafür sehr viele Berater auf dem Markt, sehr viel Know-how und sind sehr präsente Anbieter. Grundsätzlich, Oracle hat einen größeren Sprung gemacht, auch in der Strategie der letzten Jahre. Sieht man, dass das da auch Cloud sehr hohe Rolle spielt und auch die eigenen BI-Frontend-Produkte, die Suite, werden modernisiert und auch Data Discovery spielt inzwischen eine höhere Rolle. Das heißt, da ist auch der Sprung zu sehen. SAP, IBM, wie gesagt, das ist die
die Achsenverschiebung zum größten Teil, das heißt die Kundenzufriedenheit, die jetzt sozusagen von oben etwas drückt. Und auf der anderen Seite, was man noch sagen muss, diese Integration, die wurde zwar letztes Jahr auch mitbewertet, aber nicht so hochgewichtet wie dieses Jahr. Das heißt, das sieht man natürlich auf der SAP-Seite etwas größeren Sprung Richtung links, wenn man so will. Das heißt, das ist auch zum Teil oder zum großen Teil der Portfolio-Integration geschuldet, dass da ein paar Produkte eben weniger integriert sind. So viel zu den Tendenzen. Falls Sie irgendwie Detailfragen haben, wie gesagt, gerne in den Chat nochmal. Aber da würde ich gerne grundsätzlich kurz jeden Anbietern rausgreifen. Klick auch weiterhin mit Plattformstrategie. Ein Printing wurde ja schon vor einigen Jahren aufgekauft. Das steht jetzt auch für ClickSense als Lösung für Formatted Reporting, also Berichtswesen zur Verfügung. Das heißt, da weiterhin der Ausbau der Portfolios zu sehen. IBM mit Watson Analytics auch im Data Discovery Umfeld tätig. Das heißt, da auch weiterhin die Entwicklung möglichst unterschiedliche Anwendungsfälle mit dem eigenen Portfolio eben abzudecken, aber auch die Suite wird gerade stark umgebaut, falls Sie Cognos Analytics bereits gesehen haben. Information Builder ist auch stark starker Fokus auf Data Discovery momentan, eine eigene Lösung, Infosys Plus wird jetzt weiterentwickelt in der Richtung. MicroStrategy auch weiterhin ab 10er Version ja mit dem neuen HTML5 basierten Visual Insight für Data Discovery. Da sieht man, dass das eben die Market Leader in diesem Umfeld alle irgendetwas anzubieten haben. Der Teufel steckt natürlich etwas im Detail, da muss man zweimal hinschauen, bei manchen sind die Produkte noch etwas neuer und die Integration, wie gesagt, die habe ich eh grundsätzlich angesprochen, bei so einem gewachsenen Portfolio kann sie schon teilweise Verbesserungsbedarf aufweisen. Ja, jetzt ohne Markierung, weil herausgegriffen grundsätzlich die größeren Bewegungen, ein Tableau, glaube ich, wird auch Ihnen bekannt sein als Anbieter inzwischen auf dem deutschen Markt, ist sehr stark gewachsen auf dem Markt, muss man einfach so sagen. Das Produkt wird weiterentwickelt, auch um sinnvolle Funktionalität, inzwischen auch etwas Richtung, wir nennen das Guided Analytics, Guided Advanced Analytics, das heißt auch Richtung Statistik, wie zum Beispiel ein Clustering, dass man das out of the box mit einem Klick auf den Button, wenn man so will, auch ein kleines Clustering machen kann. Klar, nicht vergleichbar mit einem Data Mining, ist auch nicht der Anspruch, aber zumindest der Anspruch in der Analyse hier behilflich zu sein. Der Analyse und Self-Service BI, wie Sie es eingangs gesehen haben, in diesem Score relativ hochgewichtet ist, erklärt sich auch die Positionierung von Tableau auf diesem Score. Microsoft auch sehr stark aus unserer Sicht gewachsen, Power BI, wir haben auch inzwischen Ergebnisse für Power BI aus dem BI Survey mit Kundenzufriedenheit, die sich wirklich sehen lassen können. Die Lösung sehen wir auch mehr und mehr Nachfrage, aktuell immer noch als Cloud-Variante verfügbar. Es ist aber schon öffentlich, dass eben eine On-Premise-Variante kommen wird. Das heißt, auch sehr interessanter Kandidat, den man nicht außer Acht lassen soll. Oracle habe ich auch schon angesprochen, dass da definitiv Bewegung da ist. Yellowfin als neuer Anbieter, der auf den deutschen Markt auch kommt, also nicht nur weltweit präsent ist, erweitert die eigene Plattform, die starken Fokus auf Ad-Hoc-Berichtswesen hatte, Berichtswesen, Dashboarding, hier sind jetzt auch Datenvorbereitung, Data Preparation Funktionalitäten dazu gewandert, also da passiert auch einiges, genauso wie ein Target hat auch in dem Data Discovery Umfeld nachgelegt oder nachgebessert. Und also die Tendenzen, die man im Score sieht. Das werden Sie auch noch ein paar Mal hören, weil viele Anbieter, klar, es ist ein deutlicher Trend, den habe ich gesagt, das fordern die Anwender und dementsprechend legen die Anbieter klar mit Lösungen eben nach. SAS, sehr spannender Anbieter, hat sich nie als der klassische BI-Anbieter auch positioniert, wird sehr interessant im Analytics-Bereich, was da momentan bei SAS passiert. Wer vielleicht das ein bisschen mitbekommen hat oder ein bisschen mitmonitort hat, was bei SAS passiert mit Wire, mit der neuen Architektur, es ist ein sehr spannendes Konzept, wie sich der Anbieter strategisch auch aufsetzt, welche Möglichkeiten im analytischen Umfeld dort vorgesehen sind, teilweise auch schon vorhanden sind auf der neuen Architektur. Sehr, sehr spannend aus unserer Sicht, nur aus der Sicht der klassischen Enterprise-BI-Plattform, da wollte SAS auch nie wirklich hin. Der Lieferant für das klassische Standardberichtswesen sein. Von daher aus unserer Sicht weiterhin stark, aber vor allem im Bereich der Analytics oder
ja, das Analytics. Gut, weitere gute Ansätze, noch sehr, ja, teilweise geringer Verbreitungs- oder Bekanntheitsgrad auf dem Markt. Target habe ich schon angesprochen. Früherer starker oder immer noch Microsoft-Partner, der sich immer mehr mausert und der auch interessante Funktionen auch einfügt in die Lösung, wie ich finde. Also grundsätzlich interessante Plattform, inzwischen auch mit gewissen Data Discovery Möglichkeiten. Pyramid Analytics auch relativ neu, auch auf dem deutschen Markt versuchen sie Fuß zu fassen. Auch früherer starker Microsoft-Partner, auch immer noch ein Microsoft-Partner. Das ist die jetzige Möglichkeit übrigens, um Power BI-Modelle und Analysen on-premise zu deployen oder zu veröffentlichen. Aber grundsätzlich eine relativ breite Suite vom Berichtswesen über Analyse bis zu Dashboarding und auch mit Funktionalitäten für Data Discovery hier. Infor ist vermutlich sehr gut bekannt, auch in Deutschland, das als großer Anbieter im BI-Umfeld eher weniger der Spezialist, sondern viel stärkerer Fokus auf EPM, also Planungsthemen, Konsolidierungsthemen und dementsprechend eben als wenn man so will, ein bisschen als Spezialist hier bei uns gelistet oder als guter Challenger, nicht Spezialist, sorry. TIBCO und Bord. Bord auf dem deutschen Markt auch relativ bekannt, versucht auch international immer mehr Fuß zu fassen und wächst da auch sehr, sehr stark mit der eigenen Plattform und ist ja eine sehr gut integrierte Plattform für BI und Planung und ist gut, also international in sehr guter Mitte platziert. TIBCO als Analyse-Dashboarding-Spezialist, auch mit Jaspersoft natürlich Standardberichtswesen zugekauft, auch stark im Embedded-Umfeld. Das sind so die Punkte, die TIBCO dort abdeckt. Ja, und dann haben wir noch gute Spezialisten für bestimmte, wie gesagt, teilweise Szenarien oder Themen. Ein Pentaho sehr, sehr stark momentan im Big Data Umfeld, auch Big Data Integration Umfeld unterwegs, Logi Analytics zum Beispiel in Embedded Umfeld, OpenText, stärker auch Predictive Analytics, was sie momentan pushen, aber auch klassisch Reporting Funktionalität mit Actuate. Sie haben ja Actuate zugekauft, falls Sie noch Actuate kennen. Sisense ist auch aus dem Embedded Umfeld sehr, sehr interessanter Anbieter, auch für ja, klassische Data Preparation Funktionen sehr interessant in dem Werkzeug und Dimensional Insight auch als sehr interessanter Spezialist für, ja, wir nennen das mengenorientierte Analyse, das heißt Mengen- und Attributsausprägungen zu analysieren, also auch sehr interessanter Spezialist aus unserer Sicht eben für bestimmte Anwendungsszenarien. Auch ein weiterer interessanter Anbieter ist Burst, mit einer BI-Plattform muss man sagen, funktioniert auch oder versteht auch als Konzept die semantische Schicht oder basiert auf diesem Konzept, ähnlich zu anderen Anbietern wie an Information Builders oder MicroStrategy, IBM. Ist noch relativ wenig bekannt, auch weltweit noch relativ wenig bekannt, aber wir vermuten sehr stark, dass das sich ändert wird, dass da die Marktbekanntheit definitiv auch bei Burst zunehmen wird und wir da von dem Anbieter noch einiges hören werden. Ja, gespiegelt ist es natürlich, Sie haben jetzt die Analystensicht von mir gesehen und wie wir die Anbieter eben auf dem Markt sehen, wie wir die Produktstrategie eben bewerten und welche Tendenz die Entwicklung, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Achsen, zumindest die Kundenzufriedenheit, die sehr, sehr hoch gewichtet ist, das muss man auch sagen, 2005 auch, ein bisschen eben die Achsentendenz vertauscht hat dieses Jahr. Aber grundsätzliche Analystenmeinung, wie wir eben den Markt sehen, und auch mit Kundenmeinung, klar, gepaart zur Zufriedenheit. Wir haben aber auch andere Auswertungen hier aus dem BI-Survey, was ich gerne vorstellen würde und zeigen würde. Wer nutzt denn tatsächlich jetzt von den Kunden die Produkte für innovative Themen? Das heißt, also klar, das Angebot ist das eine, die Nachfrage ist was anderes. Wir haben dort eine Kennzahl, die heißt Innovation. Sie basiert auf den unten stehenden ja, Unterkennzahlen, wenn man so will.
Was wir auswerten, ist, wer das tatsächlich schon nutzt. Das heißt, es ist nicht die Angabe, ich würde das gerne nutzen oder möchte das gerne nutzen, wer wird als innovativ angesehen, sondern wer hat tatsächlich sich von den Kunden getraut, mit dem Anbieter etwas ja, Innovatives umzusetzen. Sei es Big Data Analytics, Cloud oder Collaboration, vielleicht Location Intelligence, also Geoanalyse auch. Mobile Visual Design Standards ist Richtung Chichat auch gedacht, also in Deutschland eher Chichat ein Begriff für die Menschen hier oder für die Unternehmen hier. Es gibt auch andere Spezialisten in diesem Umfeld, auch im internationalen Markt. Genau, das haben wir gefragt. Das N ist über 2600 Antworten und ich finde es relativ spannend. Wir sehen, Peer Group Average bedeutet quasi, bedeutet den Durchschnitt über alle Produkte. Die Produkte hier sind jetzt nicht sortiert. Wir arbeiten stark mit Peer Groups in unserem BI Survey. Das heißt, wir teilen sie eben in Gruppen ein, damit sie miteinander vergleichbar sind. Das ist jetzt die Auswertung über alle Produkte. Das heißt, Äpfel mit Birnen verglichen. Von daher auch bitte mit Vorsicht genießen, aber grundsätzlich die Tendenz, mit wem traue ich mich, innovative Themen eben umzusetzen. TIBCO habe ich schon angesprochen, analytisch relativ stark und breites Portfolio hier und wird auch entsprechend klar für analytische, innovative Themen eingesetzt. Yellowfin, sehr starker Fokus auf Collaboration und dort natürlich auch dann entsprechend vertreten. Power BI habe ich auch angesprochen, sehr gute BI-Survey-Ergebnisse und wird immer mehr genutzt oder wir haben auch immer mehr Nachfragen nach Power BI, auch wenn es noch eine Cloud-Lösung ist, auch noch jung, aber trotzdem Potenzial sehen wir hier auf jeden Fall. Tableau angesprochen und ja, noch weitere Anbieter, die es nicht in den Score geschafft haben, weil Spezialisten, aber Sie sehen, der Markt ist relativ dynamisch und weiterhin sehr, sehr spannend. Man möchte beachten, hier in dem Score sind ja wirklich schon große Anbieter gelistet, die über 15 Millionen Umsatz machen. Das heißt, kleinere, spannende Anbieter, die man vielleicht hier auf der Liste sieht, sieht man in dem Score auch nicht. Ja, das bedeutet, wie gerade gesagt, der Markt sehen wir auch weiterhin sehr dynamisch. Wir sehen neue Anbieter, wir sehen neue Produkte, neue Konzepte, vor allem in den innovativen oder noch neueren Themen wie Predictive Analytics oder auch in dem Umfeld von Big Data Analytics haben wir auch gerade als Trend gesehen. Das heißt auch dort im Umfeld vielleicht von Hadoop, was kann ich mit den Daten machen, wie kann ich Hadoop auch nutzen, neue Konzepte zur Speicherung. Und ich habe da auch Anbieter, die das entsprechend anders aufbereiten oder auswerten können. Da passiert sehr, sehr viel momentan und rentiert sich auf jeden Fall dann nochmal nachzuschauen, je nachdem, welchen Anwendungsfall oder welches Projekt Sie gerade haben. Der Score, den wir gerade gesehen haben, hatte das Ziel, wie gesagt, die Breite des Portfolios aufzuzeigen, sehr wohl des Frontend-Portfolios, also das zu betonen, es ist die Frontends wurden eben hier bewertet und auch die Integration des Portfolios. Wir haben es auch an der Gewichtung gesehen, relativ starke Gewichtung, das aufzuzeigen, eben herauszuarbeiten und kann, wenn man eine Suite sucht oder so eine Enterprise-Plattform, kann definitiv als Longlist gesehen werden und den Softwareauswahlprojekten dienen. Wie gesagt, für innovative Themen, wenn Sie innovative Projekte haben, auch vielleicht für so ein BI Lab, was ich eingangs gezeigt habe, da rentiert sich auch ruhig auf kleinere Anbieter zu schauen, weil es da sehr, sehr interessante Spezialisten auch gibt. Das sagen wir jedes Mal, es stimmt aber auch total, jede Softwareauswahl sollte immer auf den eigenen Anforderungen basieren. Ich muss immer verstanden, also jedes Unternehmen hat zwar ähnliche, wir hören immer ähnliche Anforderungen, aber jedes Unternehmen tickt anders, arbeitet anders und hat andere Nutzertypen und da kann eine Software schon besser passen als die andere Software und man muss auch sagen, Frontend, was wir gerade gesehen, ist nur ein Bestandteil des Ganzen. Das ist die Sicht zum Fachanwender, es ist eine sehr wichtige Sicht, muss man auch sagen, nur der meiste Aufwand, die meiste Arbeit und wenn man so will, Hirnschmalz, den man reinstecken muss bei so einem Projekt, ist die Architektur, ist die Basis, ist die Datenbewirtschaftung. Und da muss ich natürlich schauen, dass mein Frontend auch in die Infrastruktur passt, dass auch die Datenbasis dafür passt zu den Szenarien, die ich eben damit abdecken möchte und dass das miteinander gut verzahnt ist.
Und sehr, sehr große Herausforderung liegt definitiv in der Organisation. Wie kriege ich eben diese Lösung, wenn man so will, zum Fliegen, das Projekt zum Fliegen? Sehr, sehr wichtiger Punkt und die Empfehlung auch an dieser Stelle. Die BI-Survey-Ergebnisse, auch die Ergebnisse zu den Produkten aus Analystensicht und auch aus Kundensicht finden Sie in unserem Bug Access. Das können Sie erwerben. Sie bekommen auch Zugriff auf uns als Analysten, wo Sie mit uns eben telefonieren können und auch individuelle Fragen auch abstimmen können. Also sehr interessantes Package. Auch nochmal zu Planungsprodukten. Die Scores vielleicht noch ganz kurz. Das ist jetzt der Enterprise BI Platform Score. Wir werden zu CeBIT auch noch ein Score mit einem größeren Fokus auf Planungswerkzeuge und auch BI-Werkzeuge auf dem deutschen Markt, auf dem Dachmarkt korrekterweise lenken und auch herausbringen. Und es kommt noch ein Score für Data Discovery, explorative Analyse, Self-Service BI, also ein Score, welches dieses Thema auch nochmal schärft und die Anbieter dort auf dem Markt. Das werden wir auch zu CeBIT nochmal rausbringen. Und später im Jahr dann auch noch Predictive Analytics als Thema wird auch noch ein Score kommen. Also sehr viel zu tun für uns und bleibt sehr spannend, die Anbieter natürlich zu beleuchten. Sie können auch von uns nicht nur den Score selbst kaufen, mit einem einstündigen Telefonat mit dem Analysten als Package. Sie können auch einen kleinen Workshop von uns eben buchen, wo wir die Anbieter mit Ihnen durchdiskutieren, was da am Markt passiert, welche Anbieter gibt es, sind es für mich eventuell interessante Anbieter, bis hin zu einer individuellen Shortlist, wo wir mit Ihnen Ihre Anforderungen aufnehmen, die Shortlist, Longlist und Shortlist natürlich für Sie erstellen, das Ganze dokumentieren und das Ganze dann mit Ihnen diskutieren und vorstellen, dass Sie eben dann weitermachen können und die Anbieter miteinander verproben können, also eben verproben können. Genau, meine Kontaktdaten haben Sie auch nochmal im Foliensatz, damit Sie mich kontaktieren können. Und wir haben es schon eingangs gesagt, Frau Schumann hat es angesprochen. Bitte gerne die Fragen auch jetzt stellen. Wie gesagt, wir haben schon darauf geachtet, dass wir einen kleinen Puffer für Fragen eben uns einräumen und lassen, damit keine Fragen bei Ihnen offen bleiben. Ja, vielen Dank, Frau Seidler. War wirklich ein sehr interessantes Webinar aus meiner Sicht. Gab ja doch ein paar Verschiebungen auch in dem aktuellen Score. Genau. Bitte nutzen Sie gerne die Fragefunktion als Zuhörer und ich habe auch schon die erste Frage an Sie, Frau Seidler. Und zwar, können bestimmte Anbieter besonders gut miteinander zusammenarbeiten, also eine Koexistenz von Tools? Können Sie dazu irgendwas sagen? Das definitiv. Es gibt auch Partnerschaften zwischen Anbietern, wo man auch die Lösungen ganz gut miteinander verzahnen kann. Ein paar Beispiele hier. Wenn man jetzt IBM sich anschaut mit Watson Analytics zum Beispiel, ist es ja ein Produkt für Data Discovery, was aber für die Datenvorverarbeitung Verbesserungspotenzial bietet, sagen wir es mal so. Das ist nicht der Kernfokus des momentanen Produkts. Und da ergänzt sich IBM und das steht auch auf der Preisliste von IBM als Punkt, dass man da mit Datawatch partnert, weil Datawatch ein guter Spezialist im Data Preparation oder Self-Service Data Preparation Umfeld ist. Und da gibt es auch Schnittstellen. Ein Tableau partnert zum Beispiel auch mit Alteryx, weil Alteryx ein Spezialist auch für Data Preparation ist. Da gibt es sehr wohl definitiv auch Partnerschaften. Auch Microsoft spezialisierte Anbieter habe ich angesprochen, auch Pyramid Analytics mit Power BI, dass man Power BI-Dateien in Pyramid Analytics zur Verfügung stellen kann, was sich erstmal komisch anhört, aber macht für viele Kunden eben Sinn, weil wenn ich Microsoft-Strategie habe im Unternehmen oder viel Microsoft nutze und dann Pyramid Analytics sich gut in die Landschaft dann auch einbetten kann, dann macht es durchaus Sinn. Das heißt, nicht jeder hat sich lieb, das muss man auch sagen. Da sieht man auch die Tendenzen. Klar, weil man ist irgendwo Konkurrent hier immer, aber es sind schon noch Partnerschaften und auch Verbindungen zu erkennen auf dem Markt. Okay, vielen Dank hierfür. Eine weitere Frage habe ich gerade bekommen und zwar, können Sie etwas zur Aktualität der Daten sagen?
tägliche, stündliche oder Near-Real-Time-Replikation? Gibt es da Unterschiede bei den Herstellern? Es ist ein schwierigeres Thema, also es ist ein Architekturthema, deshalb zögere ich gerade, überlege ich, wie ich es am besten beantworte. Es ist grundsätzlich, es muss aus der Gesamtarchitektur kommen. Das heißt, klar, wenn ich irgendwo einen Datenspeicher habe als Anbieter, dass ich irgendeinen meinen Datenspeicher befüllen muss und oder irgendein Cube befüllen muss, je nachdem, welche Technologie ich verwende, dass das mir Zeit kostet. Das heißt, dort an Near Realtime zu kommen, muss ich das Ganze beachten. Kriege ich das so schnell beladen? Wie komplex ist mein Datenmodell? Wie komplex ist die Datenbeladungsstrecke, dass ich eben an diese Beladungszyklen komme? Grundsätzlich, viele Frontends sind einfache Frontends, die nur die Sicht auf Daten darstellen. Das heißt, ich sehe die Daten, die mir zur Verfügung gestellt werden, in irgendeinem Datentopf und dann muss der Datentopf einfach die Aktualität liefern. Deshalb, wie gesagt, das ist eher Architekturdiskussion und Überlegung, wie bekomme ich die gesamte Architektur so verzahnt miteinander und auch so strukturiert, dass eben eine schnelle Beladung bis hin zu Near Realtime überhaupt möglich wird. Okay, vielen Dank. Ich denke, ein, zwei Fragen können wir noch beantworten. Die nächste wäre, gibt es Anbieter, die an einer Integration von Machine Learning Funktionen in ihre BI-Lösung arbeiten? Direkt in der BI-Lösung, in der BI-Plattform muss ich zugeben, eher weniger. Das sind meistens eher Spezialtools. Wenn man jetzt ein Azure ML anschaut, also Microsoft mit dem Azure-Paket, da gibt es ja Cortana Intelligence Suite als Produktpaket. Und Microsoft hat seit dem letzten Jahr relativ starken Fokus auf Analytics gesetzt und da gibt es eine Lösung eben, die Machine Learning anbietet. Sie hat jetzt aber nichts mit oder nicht viel mit Power BI jetzt auf Frontend-Seite zu tun, aber gehört zu dem Gesamtpaket. Das heißt, sie kann mir sehr wohl das Ganze zu einem sehr guten, ja, Portfolio aufbauen, sagen wir es mal so, also sehr guten Gesamtlösungsszenario. Aber es sind meistens eher Spezialwerkzeuge, die hier Machine Learning als Konzept eben unterstützen würden. Weniger die Standard-Suiten. Ich denke, wir können noch eine Frage nehmen. Welche Anbieter bieten auch Open-Source-Lösungen an? Können Sie dazu was sagen? Open Source ist relativ interessant. Wäre vielleicht unsere Trendfolien, wir bringen jedes Jahr eine Trendfolie eben als aus Analystensicht raus, was wir eben sehen. Im Frontend ist Open Source nicht mehr stark als Konzept verankert. Ich habe Open Text Actuate angesprochen, das ist ja ein früherer Open Source Anbieter. Er wurde eben von Open Text aufgekauft. Es gibt noch diesen BERT Open Source Kern, der ist nach wie vor da, aber als Konzept, jetzt auch als Markt, Eintritts oder starkes Umfeld dort wird es eher weniger gesehen. Was interessant wird im Open Source Umfeld ist definitiv im Backend. Das heißt, Hadoop habe ich auch schon angesprochen. Was auch interessant wird im Analytics Umfeld, R als Open Source Sprache sehen wir sehr stark, auch sehr stark in die Unternehmen reinwandernd. Und da gibt es Spezialanbieter, Speziallösungen, die sehr wohl vom Markt her angeboten werden. Jetzt im klassischen Umfeld Dashboarding etc. gab es ja von einigen Anbietern, auch von einem JDocs zum Beispiel auf dem deutschen Markt, falls Sie den Anbieter kennen, als Konzept genutzt, klar als Markteintritt und Möglichkeit, die Lösung weiterzuentwickeln, aber schon relativ schnell kommerzielle Lösung attraktiver war für einen Kunden. Also im Backend-Umfeld sehen wir es definitiv stärker, im Frontend-Umfeld, wie gesagt, vor allem klassischen BI-Umfeld eher weniger als Konzept. Okay, Also vielen die Lösung gibt es noch, aber Dank. das Konzept relativ wenig. Okay, super. Dann hätte ich noch eine Frage. Also auch nochmal Sie als Zuhörer. Wir
beantworten auch gerne alle Fragen im Nachgang nochmal. Sie können uns auch gerne nochmal eine E-Mail schicken und die Fragen stellen. Eine letzte, Frau Seidler, würde ich gerne noch stellen. Und zwar geht es darum, Sie hatten es ja vorhin schon mal gesagt, es gibt viele verschiedene Scores. Und 2015 gab es für BI-Lösungen einen Score für die Dachregion. Ist da wieder was Neues geplant für die Dachregion speziell? Momentan für die Dachregion ist eben der Planungs- und BI-Score geplant. Das heißt, dort werden sowohl die BI-Anbieter als auch Planungsanbieter getestet und in dem Score positioniert. Wobei man sagen muss, Eingangskriterium ist eben Planung als Punkt gesetzt. Das heißt, ein Commasoft, der in dem Dachscore früher war oder in dem Dachscore vom letzten Jahr drin war, wird im Planungsscore nicht vertreten sein. Das heißt, es gibt Spezialisten, die nochmal auf dem deutschen Markt präsent sind, die zu diesem Score hinzukommen. Das sind aber ein, zwei Spezialisten nochmal zusätzlich, die wir Ihnen gerne nennen können. Aber grundsätzlich von dem Auftritt, von der Verteilung her, ist der Score relativ ähnlich zu dem globalen. Wunderbar. Ist ja auch eine gute Überleitung. Der kommende Score Planung und BI wird auf unserer Tagung im Mai auch nochmal veröffentlicht und die Ergebnisse vorgestellt. Am 16. und 17. Mai hier in Würzburg. Da lade ich Sie auch gerne ein, dass Sie sich auf unserer Homepage nochmal informieren. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen nochmal ein gutes Event, um sich einen Überblick zu verschaffen. Okay, gut. Ich denke, wir sind am Ende des Webinars angelangt. Wir haben noch ein paar Fragen, die würde die Frau Seidler dann im Nachgang noch beantworten. Auch noch die Information für Sie als Zuhörer, dass der aktuelle Score, den Frau Seidler Ihnen vorgestellt hat, ist nach Login auf unserer Homepage bark.de/score nun auch zum Download zur Verfügung. Sie müssen sich nur einloggen und in ein paar Tagen können Sie auch die Webinar-Slides und die Aufzeichnung auf unserer Website sich anschauen. Ja, dann bedanke ich mich, Frau Seidler, für dieses wirklich interessante Webinar, interessante Themen und auch vielen Dank an Sie als Zuhörer, dass Sie mit uns diese, ja, 55 Minuten zusammen durchgehalten haben, viele schöne Fragen gestellt haben und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Okay, ich wünsche allen einen schönen Tag.